Okay, Frage Nummer 8. Was würde sie jeden Tag essen, wenn sie könnte? Da gibt es einiges wieder. Ja. Wenn ich könnte, wenn ich dürfte. Aber ganz großes Ding ist da auf alle Fälle Pasta. Ja. Pasta. Ganz viele Nudeln. Definitiv, ja. In allen Variationen. Carbonara, dann die Meeresfrüchte, Boah, Frutti ja, die sind so lecker. di Nadel. Nudeln. Ich würde da Nudeln. jetzt vor allem echt Nudeln sagen. Nudeln, definitiv. Und ein Süßkram würde ich sagen. Gummibälle. Ja. Ein Süßkram. Ja. Ich glaube, manchmal, wenn du einen Japs hast, auch gerne mal so Nachos. Aber das musst du nicht, glaube ich, jeden Tag essen. Nö. Ja, ich würde sagen, Gummibälle und Nudeln. Ja. Okay, und bei mir? Wenn du könntest, was magst du so sehr gern? Tja, schwierig. Auch Nudeln. Ja, Nudeln. Auch Nudeln, glaube ich. Nudeln sind schon Und toll, ja. ja, ich meine, gut, das ist jetzt schwierig, weil du ja vieles eigentlich magst, ne? Aber ich glaube, so mit Nudeln liege ich ganz gut im Rennen. Ja, aber da hast du noch ein paar. Schokolade. Ja. Ja. Schokolade. Aber gerade bei so fettigen Sachen. Fertig. Chicken Wings. Ja! Ja. Chicken Wings. Chicken Wings, oh mein Gott, ja. Ne? Chicken Wings könnte ich immer essen. Gut. Ja. Pizza eigentlich auch, aber Pizza, Pizza ist. also ich mag Pizza echt gern, aber Chicken Wings und Nudeln, da, Das ist ja. mehr. Ja. Oder, was ich wirklich, aber das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht so. Lahmacun könnte ich auch echt. Das kenne ich gar nicht. Echt nicht? Nee. Wir könnten uns heute einen Lahmacun holen. Meine Mama, wenn sie schon mal zu Besuch ist, dann muss man auch mal irgendwie was sich gönnen. Ja, ne? Ja. Okay. Vor allem, wenn sie keinen Lahmacun kennt. Mensch! Das Ja, geht nicht. okay. Ups. 9. Was ist Ihr Lieblingsmüsli? Dein Lieblingsmüsli, da bist du auch immer ein bisschen unterschiedlich drauf, oder? Nein? Haferflocken mit. Du magst da auch, glaube ich, Zucker rein, oder? Nein. Nein? Nein. Ich mache da keinen Zucker rein. Früher hast du Zucker in Ja, Haferflocken. früher habe ich mehr. Früher habe ich auch noch nicht so auf Kohlenhydrate aufgepasst. Müsli. Ich würde ja sagen, du magst ja Nussen immer sehr gern. Nussen? Aber du hast doch kein spezielles, oder? Doch. Ha? Dann weiß ich es jetzt nicht. Ich mache in der Früh immer Haferflocken, also Ich weiß, du machst Joghurt gerne rein. Aber du machst darf doch. ich ja nicht. Aber du hast doch da immer diese Fruchtjoghurts gehabt. Habe ich auch immer gegessen. Okay, aber jetzt erzähl. Mein Porridge Stimmt, Porridge. und da mache ich immer Knuspermüsli drauf. Knuspern, Knuspern. knuspern, das muss knuspern. Bei mir muss das krachen, wenn ich da. Und damit süße ich auch die Haferflocken ein bisschen. Okay. Den Porridge. Okay. Du isst gar kein Müsli. Du isst auch Porridge mit Früchten. Abwechslung. Ja. Also abwechselnde Früchte. Ne? Keine speziellen, würde ich jetzt sagen, wobei du ja Erdbeeren und Himbeeren sehr gern magst, aber wahrscheinlich eher frisch als tiefgekühlt. Aber Müsli, glaube ich, in dem Sinn isst du gar nicht. So Nicht richtig mit wirklich. Milch oder Joghurt. Nee, So eigentlich wie es auch viele nicht. machen. Also, welches ich total gerne mag, was ich aber eigentlich halt nicht esse, Mögen würde. mögen würde, ja, ist das Schokomüsli. Ich mag das richtig Ja, gern. das wäre mir zu Das süß. mag ich total gern. Das ist echt lecker. Ist mein Handy gerade? Nee. Ja, also ich mag das total gerne. Okay. Frage Nummer 10. Ihre Lieblingsmusik. Deine Lieblingsmusik. Die älteren Sachen.
aber auch neue Sachen. Aber natürlich Limahl. Ja. Limahl. Hier Never Ending Story, der Mensch und so. Könnt ihr einfach mal. Genau, Ketchup. Ne? Einfach mal Limahl. Und dann halt so die ganzen alten Oldies. Die alten Oldies. Ja. Ja. Was weiß ich, alles Mögliche da halt, aber auch wirklich hier, was es denn nicht halt alles gibt, da Beatles. Ganz wichtig, Beatles. Ja, Bee Gees, Boney M, Elo. Also quer durch ein Gemüse. Ja, alles. Ich mag auch AC/DC. Ja, sowas auch, klar. Robbie Williams magst du, glaube ich, auch sehr gern. Mhm. Von den neueren Sachen. Ich glaube, du magst Katy Perry auch sehr gern. Ja. Aber ansonsten so direkt CDs oder so. Doch, du tust ja immer wieder bei iTunes dir irgendwas holen, so einzelne Lieder. Mhm. Du mochtest das Rihanna, Diamonds und so. Du hast noch eine ganz, ganz wichtige Gruppe vergessen. Neu oder alt? Älter. Älter? Ganz, ganz wichtig. Das magst du Johnny Cash auch gern. Ja, mag ich auch, aber jetzt nicht so gern. Keja Gugu? Ja, die sowieso, die haben wir ja vorher gleich am Anfang erwähnt. Die Teens. Nein. Aber die My First Crush, das gibt's ja schon gar nicht mehr. Ist ja schon sehr prägend in meiner, ja, ich sag jetzt mal Kindheit, fing das an. Warte. Vier Leute. Warte, warte. Oh Gott. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Nein. Ich kenne die, ja? Ja, natürlich. Da gibt es so viele Tipps, die ich dir geben könnte. Dann sag mir noch einen leichten Tipp. Oi, wenn ich da, das ist eigentlich egal, was ich dir da sage, wenn ich dir da einen Tipp gebe. Aber? Dann, ja, genau. Habe ich dir nicht schon gesagt? Ich dachte, nein. Ich hätte die mit Bee Gees und den ganzen... Nein. Aber. Genau, aber. Das war mein erstes Dancing Queen. So fing es an. Dancing Queen. Ja, das war die erste Platte, die ich von meinen Eltern gekauft bekommen habe, weil ich so lange gedrängelt habe. Ich muss. City Rollers. Ja, die waren, da war ich aber noch sehr klein. Du bist immer noch klein. Der war gut. Okay, was höre ich für Musik? Das ist wahrscheinlich jetzt. Was hörst du für Musik? Das kann ich selber auch nicht beantworten, drum ist es gemein. Mando Diao. Nicht mehr so sehr. Mittlerweile wieder vielleicht ein bisschen. Offspring. Mittlerweile vielleicht wieder. Ja? Ja, ja. Offspring, ne? Mhm. Und oh je, da gab's doch. Wie hießen die? Ich weiß ja gar nicht, wie die heißen. Diese Hardcore Heavy Metal Musik. Jetzt verschiedene. Oh aber Gott. Ich bin ja nicht so festgelegt. Also soll ich sagen? Ja. Momentan höre ich sehr viel Korn. Ja. Oh, genau. Das habe ich gesucht. Ja gut, Heavy Metal Hardcore. Die sind schon heftig. Ja. Doch, ich finde die schon heftig. Ja, ja ich. Ja. Aber. Oldie-Fan. Ja, also, aber genau da. Wobei mir aber so dieses, wo du mir gezeigt hast, dieses Video mit dem Skrillex, fand ich jetzt auch ganz toll. Ach so, Korn oder und dieses Skrillex. Hardcore-Vibes, diese Musik, ich weiß nicht, wie die hieß. Walls of Jericho, die wo die da so schreit. Hardcore-Vibes, also das fand ich auch eher ganz gut. Also ich mag auch solche Musik. Das ist ja schon alt. Das ist ja wurscht. Aber du hast was vergessen. Jetzt nicht so von dem neuen Beatles? Kram. Ja. Beatles. Ja. Ich höre doch auch eigentlich wirklich viel. Oldies. Ja. Ja. Ja.
Du magst auch so auch diese 80er teilweise, ne? Ja, eigentlich alles Mögliche, was ja, älter ist. Natürlich. Ich meine, schau mal, was läuft denn die ganze Zeit hier für ein Radiosender? Swing. Ist auch gut. Ja. Ja. Ja, ja? Ich habe ja so eine Playlist. Ich habe mehrere Playlisten. Mhm. Könnt ihr in meine Playlists gucken? Genau, guck die Playlist. Okay. Muss ich auch machen. Mach das mal. Ihre Augenfarbe. Du hast grün, mit aber zum Teil ein bisschen braun drin. Ja. Du hast blau. Ja. Ich müsste, wenn ich die Augenfarbe von meinem Kind nicht kennen würde, wäre ich eine schlechte Mutter, ey. Wer weiß? Manche sind wahrscheinlich jahrelang in der Beziehung und wissen nicht, was für eine Augenfarbe der Partner hat. Oh Gott. Das naja. Traurig, meine Güte. Frage Nummer 12. Wer ist Ihre allerbeste Freundin? Angie. Mhm. Auf alle Fälle Angie. Mhm. Aber auch so Katja und ja. Simone. Ja. Und ich glaube, mit deiner Arbeitskollegin, mit Susi, verstehst du dich auch gut? Ja, die ist auch gut. Mhm. Die ist auch gut. Ja, du hast auch so mehrere halt, gell? Deine Freundin, die Moni, die Jana auf jeden Fall, die Melle, ja, die Viola auch noch. Ja, ich kenne nicht so viele, weil du ja jetzt nicht mehr so viel daheim bist. Das stimmt wohl. Aber die, ja, die, wo du gesagt hast, ja, die ich gesagt habe, die kriege ich halt immer mit. Ja. Gut. Okay. Frage Nummer 13. Was ist etwas, was du tust, sie sich aber wünscht, du würdest es nicht? Bei mir. So was richtig Schlimmes, glaube ich, gibt's da nicht. Nee. Nee. Ich überlege. Nee, echt nicht, oder? Nee. Ich wüsste jetzt auch nichts. Ich wüsste jetzt bei dir nichts, was mich so dermaßen nerven würde, dass ich sagen würde, ich will nicht, dass du, ich würde ja gerne haben, dass du es nicht tust. Bei Papa würde ich jetzt sagen, meine Piercings und Tattoos und so weiter, aber, ja, dass ihn das stört, aber... Das kann ich dir nicht verbieten. Ja, hast dir selber welche. Deshalb, ja, okay. Bei mir definitiv, was ich seit einigen Tagen leider nach 12 Jahren wieder mache, rauchen. Ja. Das darf man gar nicht sagen. Ich glaube, das ist aber auch das Einzige. Ja, das ist das Einzige. Aber das ist auch trotzdem halt deine Sache. Also, okay. Ich wünschte mir selber, ich würde es nicht. Aber gut. Wie will Kinder nicht rauchen? Ja, also ich höre es auch wieder auf, aber momentan habe ich keine Lust dazu. Frage Nummer 14. Du backst ihr Kuchen. Welchen liebt sie? Ich würde Tiramisu machen. Mhm. Ich dir auch. Ja. Und oder eine Schneewittchentorte. Oh ja, Schneewittchentorten. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Oh, oder Torte. Deine Torte hier. Die Schneeballtorte. Ja, Schneeflockentorte. Mein Gott, die ist so lecker. Ja, aber halt auch heftig. Aber einmal kann man schon. Das macht man ja nicht immer. Ja. Okay, Frage Nummer 15. Was könnte sie stundenlang tun? Schlafen. ja, aber auch lesen halt. Lesen. In der Sonne liegen. Ja. In der Sonne liegen, draußen im Garten. Ja. Du bist da ja, ich bin da ja unruhig. Ich muss mich dann ständig umdrehen, mir wird zu warm. Ja. Ansonsten. Schöne Filme oder Serien auch halt gerne gucken. Oder so rumstrehlen, in der Stadt rumlaufen, irgendwie sowas. Es gibt vieles, was ich stundenlang gerne tun würde. Am Beachen. Genau wie, ich darf ja nichts sagen. Was? Ich darf dir ja keine Tipps geben, jetzt hätte keiner was gesagt. Da gibt es aber noch was
was ich aber nicht so oft mache. Aber wenn ich es mache, dann mache ich es Stunden. Stundenlang. Wimmelbilder. Ja. Wimmelbilder. Da, wenn es mich einmal hat, dann höre ich da echt nicht mehr auf. Wimmelbilder, ja. So, so schlimm. Stimmt, ja, Wimmelbilder. Ansonsten, ja. Ja, das war's, glaube ich, bei dir da. Mhm. Ja. Ja, bei dir gibt es eigentlich nur eine Antwort, was du stundenlang machen kannst. Naja, da gibt es mehrere. Ja? Ja. Also, an erster Stelle würde ich jetzt setzen, deine Videos. Also zocken. Zocken? Ja. Videos machen, zocken. Auf jeden Fall. Ja gut, lesen tust du auch recht gerne. Oder shoppen? Mittlerweile ja. Aber jetzt auch nicht so sehr wie andere, glaube ich. Und Serien gucken. Ja. Kannst du auch stundenlang machen. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen? Ja. Echt jetzt? Mhm. Das, was ich bei dir zum Beispiel auch gesagt habe, aber... Schlafen? Ja. Ach so. Ich könnte immer schlafen. Ja, schlafen versteht sich ja eigentlich von selber. Ja, aber ich könnte mich immer hinlegen und schlafen. Schlafen. Ich bin chronisch müde. Ich bin jetzt schon wieder müde. Ich werde mich gleich hinlegen. Eisenmangel. Okay. Okay. Frage Nummer 16. Ein einzigartiges Talent, das sie hat. Du hast das Talent, dass du immer so... Dass du... Also vor allem, du kannst richtig gut backen. Oh, das weiß ich. Dankeschön. Und auch so kochen und so, du machst dann immer so abgedrehte Sachen, das ist dann immer toll. Abgedrehte. Also sag ich mal halt was Neues probieren oder so, mhm. Durch irgendwelche Kochbücher. Ich weiß noch, an Weihnachten gab es mal Fleisch mit Schokosauce, das war toll. War nicht jedermanns Sache an diesem Weihnachten. Ja. Besonders für die, die gerne Weißwurst mit Kartoffelsalat essen. Ja. Aber gut. Ansonsten, du hast auf alle Fälle das Talent, dass du mich immer runterholst, wenn ich, oder halt mir, sag ich mal, wenn es mir schlecht geht, dass du halt dann mich wieder auf den Boden bringst. Aber das liegt daran, dass du meine Mama bist. Für das bin ich ja da. Ja. Aber halt, dass du dann irgendwie immer so das Richtige sagst oder dass du immer eine Lösung findest oder mir, sag ich mal, den Weg, das, was in mir drin ist, was ich möchte, dass du mich da drauf bringst, dass ich dann klarer denken kann. Mhm. Das, glaube ich, ist aber so das Mama-Talent, das hoffentlich jede Mama hat. Und du hast auf alle Fälle, also jetzt nicht so, dass du jetzt total gut singen oder irgendwie sowas nicht, aber du hast so das Talent, dass du immer so eine Euphorie für irgendwas hast, dann fängst du das an und dann machst du das Nächste. Ich muss zum Beispiel an das Malen nach Zahlenbild denken. Oh yes. Oder an das Puzzle. Du hast, glaube ich, immer noch so daheim liegt. An so ein Puzzle. So, das ist dann immer so, ich muss unbedingt dieses Bild malen und dann, ich muss unbedingt dieses große Puzzle haben, ich puzzle das dann. Oder... Stricken, lauter so kurze Sachen. Strohfeuer. Ja, so Strohfeuer-Sachen. Was ja niedlich ist. Ja, aber so jetzt nicht irgendwie... Oder habe ich irgendwas vergessen? Wo du sagen würdest, das ist... Talent. Ich verstehe unter Talent sowas wie, ich kann total gut zeichnen oder... Zeichnen. Ein einzigartiges... Talent, das sie hat. Ja, dass ich gut kochen und backen kann, ist eigentlich schon. Aber es ist ja nicht einzigartig. Ja. Ja. Naja, okay. Ich habe aber auch kein einzigartiges Talent. Du hast das Talent, wenn man das so betiteln, als Talent betiteln darf, dass du Leute schnell für dich einnehmen kannst. Bitte? Nein, dass Leute
dich sympathisch finden sofort, nett finden, dass du Leute zum Lachen bringen kannst. Auf deine, bin auch eher ungewollt. Auf deine eher einzigartige, ungewollte, vielleicht ein bisschen tollpatschige. Ich und tollpatschig. Art. Ja, tollpatschig ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Nicht schusselig vielleicht. Schusselig. Ja. Ich würde mich schon als tollpatsch bezeichnen. Manchmal. ja, was ja auch manchmal in deinen Videos rüberkommt. Ja. Wie ich aber sehr, sehr knuffig finde. Und du kannst auch sehr lecker kochen. Wenn ich denn will. Wenn du kochst oder backen, wenn du bäckst. Ist aber jetzt nicht unbedingt einzigartig. Können ja viele. Ja. Aber sonst gibt es jetzt auch nicht wirklich so ein, ich kann jetzt auch nicht singen oder tanzen oder. Aber wie gesagt, das, was ich gesagt habe, ist ja eigentlich schon weiß ich nicht. Aber sehr, doch, finde ich schon. Ja. Ja. Ja, dann danke schön, dass du in meinem Video zu Gast warst. Bitteschön. Dankeschön. Ihr habt jetzt vielleicht auch noch ein paar andere Einblicke von mir bekommen. Von jemandem, der vermutlich mich am allerbesten kennt. Also, möchtest du noch was sagen? Abschließende Worte oder so? Danke, dass du meine Tochter bist und ich hab dich lieb. Ja, gerne, gerne. Also, Lieben, macht's gut. Und ja, wenn ihr auch irgendwie mit eurer Mama oder so ein Tag Video macht, auch wenn ihr könnt ja auch Mutter-Sohn-Tag machen, das ist ja egal. Mich würde es sehr freuen und ja, dann beschreibt doch in die Kommentare das rein oder so, dass ich das angucken kann. Also ihr Lieben, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dum dum dish, dum dum dish, dum dum dish, dum dum dish.